Aufzeichnung. Also als erstes möchte ich euch alle heute Morgen herzlich begrüßen. Es freut uns sehr, dass sich so viele Leute an diesem zweiten Versbeck-Anlass beteiligen zum Thema Ethik in der Praxis. Uns hat interessiert, wie so etwas nachhaltig gestaltet werden kann. Und ich möchte auch gleich der Roten Fabrik mich bedanken bei der Roten Fabrik. Wir wären ja eigentlich dort jetzt zu Gast. Wir können natürlich jetzt nicht dort sein, treffen uns jetzt hier und das geht auch ganz gut. Der Anlass, wie ihr schon gemerkt habt, wird heute auf Hochdeutsch stattfinden, damit unsere Gäste uns auch besser verstehen und wir uns besser austauschen können. Anne kommt aus den Niederlanden und sie spricht sehr gut Deutsch und Hochdeutsch ist aber sicher besser als Schweizerdeutsch. Jetzt für diejenigen, die nicht ihren eigenen Namen noch nutzen, wäre es super, wenn ihr euch noch anders benennen würdet für das Gespräch im Nachhinein. Und dass ihr auch daran denkt, dass ihr euch stumm schaltet während den Inputs, die jetzt am Anfang kommen. Und ich übergebe das Wort schon Trixa. Ja, guten Morgen. Das freut mich sehr, dass so viele von euch wieder dabei sind. Also zum heutigen Tag, zum heutigen Thema, wir sind im Verlauf der Arbeit darauf gekommen, dass es nicht nur wichtig ist, darüber nachzudenken, was faire Praxis bedeutet, sondern auch darüber, wie wir faire Praxis wirklich im Alltag etablieren und auch in der Gesellschaft verbreiten können. Und haben deshalb zwei Gäste eingeladen, die sich schon länger mit fairer Praxis beschäftigen und an sehr unterschiedlichen Initiativen in ihren jeweiligen Ländern mitgearbeitet haben. Ich begrüße Anne Breure aus den Niederlanden und Nicolas Galeazzi aus Belgien. Anne hat in den Niederlanden am Fair Practice Code mitverfasst und wird uns darüber erzählen. Und Nicolas hat in Belgien an einer sehr unterschiedlichen Herangehensweise mitgearbeitet. Das ist der Almanach, Fair Practice Almanach. Er wird euch darüber erzählen. Genau, dann gebe ich das Wort nochmal an Nadine, die noch kurz etwas dazu sagen wird. Genau. Wir möchten, dass ihr euch heute alle beteiligen könnt. Wir möchten eine Fragerunde machen, Diskussionsmöglichkeiten schaffen. Das heißt, es wird zuerst diese beiden Inputs geben von Anne und Nicolas. Dabei könnt ihr noch keine Fragen stellen, aber gerade nach ihren Inputs werden wir das Gefäß so öffnen, dass sich alle beteiligen können. Jetzt ist es ein bisschen komplex über Zoom mit so vielen Leuten und wir haben uns deswegen zwei Regeln überlegt. Als erstes, wenn ihr Fragen stellen wollt oder eine Bemerkung machen wollt, dann bitte schreibt in den Chat Wort, damit wir wissen, ihr wollt eine Frage stellen. Und wenn ihr aber zur gerade laufenden Diskussion einen Kommentar habt, dann nutzt unten die Reaktionen und hebt die Hand oder hebt die Hand einfach so neben euer Gesicht. Vergesst bitte nicht, wenn ihr die Reaktionen nutzt, dass ihr danach die Hand wieder runternimmt. Das müsst ihr aktiv machen, die löschen nicht automatisch, weil wir hoffen, dass es doch möglich ist, über Zoom ein Gespräch zu initiieren und nicht nur einen Fragen-Antwort-Ping-Pong zu machen. Es sind jetzt sehr viele Beteiligte. Ich werde mir Mühe geben, rumzuschauen und ich hoffe, dass ich euch immer erwische, wenn ihr was sagen wollt. Das ist auch für uns so eine neue Erfahrung. Wir müssen das ausprobieren und schauen, wie das klappt. Also verzeiht uns, falls wir es nicht immer ganz schaffen. Genau. Und das ist schon alles, was wir organisatorisch zu sagen haben. Und somit würde ich gleich das Wort an Nicolas übergeben für den ersten Input. Schaltung aufheben. Hört ihr mich? Wahrscheinlich schon. Hä? Ja, hallo. Hey, vielen Dank für diese Einladung, hier den Fair Practice, Fair Art Almanach vorstellen zu können. Und die, ich versuche ein bisschen den Werdegang und die Bewegung, die dahinter steckt, auch ein bisschen zu skizzieren aus meiner persönlichen Erfahrung. Der Fair Arts Almanach ist entstanden im Umfeld von State of the Arts. State of the Arts ist eine
wenn es eine Bewegung oder ein Organismus, es ist keine Organisation oder keine Gewerkschaft, es ist nicht, wir haben keine Vertretungshochmacht oder sowas, wir haben uns zusammengeschlossen, ungefähr Ende 2013, in der Angst vor den aufkommenden Wahlen von der populistischen Bewegung, die es damals gab, rechtspopulistischen Bewegung, und wollten ein Statement setzen von der, in die Kunst, in, von der Kunst aus, von der Künstlerschaft aus, für die Kulturpolitik und unsere Sichtweise. Und aus dieser Bewegung entstanden verschiedene Symposien, verschiedene Diskussionen, in denen sehr schnell dieses Thema von Fair Practice aufkam. Das war so in 2014. Und in einem von diesen Symposien kam die Frage auf, wie gehen wir mit Fair Practice um, wie können wir sie etablieren? Also die, genau diese Frage, die wir heute eigentlich diskutieren wollen. Und daraus entstand als erstes die Idee, ein Label zu gründen. Da haben wir versucht, zu uns vorzustellen, was wäre, wenn Künstler ein Label hätten und Institutionen ein Label hätten, mit der sie sich hinter den Gedanken von Fair Practice stellen können. Diese Idee wurde weiterentwickelt eine Weile lang. Es entstand ein Brief, eine Liste von Kriterien, was Fair Practice sein könnten, rund um vier größere Themen damals, um Solidarität, Diversität, Transparenz und Ökologie waren diese Themen. Und man hat versucht, wie herauszufinden, wie könnte man das strukturieren als Label. Es wurde lange diskutiert und schlussendlich wurde diese Idee auch abgeschickt aus der Angst vor zu viel Administration, aus der Kritik vor den, wer setzt Kriterien für diese Fair Practice, wer kontrolliert diese Kriterien. Und was für ein Aufwand ist es überhaupt, dazu zu kommen? Und dann auch aus der Angst, dass das ein starres Gebilde sein soll. Als das so bach abgeschossen wurde und man das nicht mehr diskutiert hat und gemerkt hat, das ist eine scheiß Idee, ging auch das ganze Thema ein bisschen flöten für eine Weile lang. Und wir mussten dann 2017 eigentlich wieder so versuchen, einen Apparat aufzubauen oder eine Idee aufzubauen, mit der wir das Thema wieder auf Palette bringen konnten. Jetzt parallel hatte eine Organisation, eine staatliche Organisation, Kunstenpunkt, so eine Forschungsinstitution in Belgien, in Brüssel, hatte das Thema auch aufgegriffen aufgrund von unserem Input eigentlich und hat einen größeren Call lanciert für Projekte. Und wir haben etwas eingegeben und das war eben diese Idee, dann in Fair Arts Almanach zu gestalten. Die Idee bestand hauptsächlich darin, dass wir das Gefühl hatten, diese Diskussion von Fair Practice ist nicht etwas, das abschließend sein kann. Das muss eine Kontinuität haben. Es muss immer wieder aufgegriffen und immer neu kontextualisiert werden, immer neu in die Situation reingesetzt werden. Und Fairness kann nicht etwas abschließend Definiertes sein, sondern ist etwas, was relational ist und etwas, was im Verhältnis sozusagen immer verhandelt werden muss, auch auf Gefühlen basiert. Und wir hatten das Gefühl, wir brauchen diese Kontinuität von Diskussion. Also es muss offen sein, es muss sich immer weiterentwickeln, aber es braucht eine Kontinuität. Und für uns war diese Almanach-Idee, dieses Buch, das daraus entstanden ist, eine Möglichkeit, regelmäßig, also wir hatten, der Gedanke war, immer wie alle Jahre mal zusammenzukommen, zu einem Camp, einer Situation, einer Konferenz und daraus einen neuen Almanach entstehen zu lassen. Ein Almanach, vielleicht ist der Begriff gar nicht so bekannt, ein Almanach braucht man oft, es gibt so Bauernkalender, ein Bauernalmanach, da wird so übers Jahr beschrieben, was im nächsten Jahr relevant sein könnte. Das ist ein Gemisch sehr oft aus Inputs, aus Gedanken, aus Mondkalender, aus Werbung für den nächsten Traktor oder was auch immer. Ja? Und genau dieses Gemisch hat uns extrem interessiert.
Also wir wollten ein Buch herstellen, das ein Tool ist, das ein Ablaufdatum hat, 2019, das ist vorbei, das sowohl Tipps und Tricks gibt, aber auch Fantasien und Visionen. Und wir haben versucht, so viele Leute wie möglich, unterschiedliche Leute an den Tisch zu kriegen. Also nicht nur Künstler, sondern auch Träger von Institutionen, Politiker, Produzenten oder Produktionsleiter, Techniker und so weiter. Also alle, die sich irgendwie angesprochen fühlen, die irgendwie mit Kunst in Verbindung gebracht werden wollen. Und wir haben zu einem Camp eingeladen, eine ganze Woche lang, zuerst ein Wochenende lang, sehr viele Leute, die sehr intensiv diskutiert haben über alle diese verschiedenen Themen. Alle konnten Themen eingeben, konnten verschiedene Arbeitsgruppen bilden oder Diskussionsgruppen bilden. Wir haben das Material hauptsächlich handschriftlich gesammelt, schön in Kategorien aufgeteilt, ganz kompliziert. Und haben dann eine ganze Woche lang mit einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten versucht, dieses Handschriftliche in Text umzuformulieren und in Textprojekte umzuformulieren. Und daraus entstand dann eine große Tafel. Da gibt es ein Bild in dem Almanach. Vielleicht, ich habe mir das rausgenommen, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Wo ist das jetzt schon wieder? Eine lange Tafel von Dingen. So. Von Texten, die wir versucht haben zu sortieren. Da haben wir wieder eine Gruppe von etwa 20 Leuten eingeladen, eine andere Gruppe, diese Texte zu lesen und in eine Ordnung reinzubringen. Und das hat die erste Struktur von diesem Almanach gegeben. Also es war ein sehr offener, sehr integrativer Prozess, der auch zu einem ziemlichen Chaos in diesem Buch geführt hat. Es war ein recht lebendiges Chaos. Geschrieben von etwa 50 Leuten. Es ist ein Buch, das ziemlich inkonsequent ist. Also das ist nicht kohärent, da gibt es Widersprüche drin. Da wird nicht das Gleiche gesagt, bewusst nicht das Gleiche gesagt. Und das wird von technischen Seiten, von rechtlichen Seiten, von emotionalen Seiten, von visionären Seiten das Thema erstmal betrachtet. Es ist also ein ziemlich großes Spektrum von Zeugs und es ist insofern ein Tool für weitere Diskussionen, ja, und für ein Tool, um kritische Diskussionen weiter zu lancieren. Und so haben wir das auch gebraucht. Wir haben es nicht groß vertrieben, man kann es in ein paar Buchläden kaufen, aber wir haben es eigentlich vor allem gebraucht, um mitzunehmen, oft in Schulen, die uns eingeladen haben, dann einen Workshop damit zu machen, in Theatern das vorzustellen, dann weiter zu diskutieren. Es war eine ziemlich aufregende Arbeit. Es war eine ziemlich aufreibende Arbeit. Das nächste Jahr haben wir es nicht geschafft, das nochmal zu lancieren. Wir sind erst jetzt wieder dran, in diesem Jahr, 2021, wieder dran, einen Almanach zu machen fürs Jahr 2022. Also auch da sehr konsequent, dieses jährliche Rausgeben von einem Almanach konnten wir leider nicht providen. So. War halt nicht möglich in dieser Bewegung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe gar nicht geguckt, wann ich begonnen habe. Du bist schon 10 Minuten dran. Ich bin schon 10 Minuten dran. Wir können gerne dann weitergeben. Und insofern würde ich gerne das Wort an Anne weitergeben. Unsere Bewegungen haben was miteinander zu tun. Ich bin sehr gespannt, wie das, diese Bewegungen in den Niederlanden sich weiterentwickelt haben. Vielen Dank, Nicola. Und super, dir zu hören, weil das sind zwei unterschiedliche Initiativen, aber die haben auch ganz viel miteinander zu tun. Und ich finde es auch wieder sehr interessant, nach so vielen Jahren das zu hören, wie die zwei Initiativen oder eigentlich ein Initiativ sich
unterschiedlich weiterentwickelt hat. Ich gebe eine kurze Präsentation über, was wir jetzt in den Niederlanden den Fair Practice Code nennen. Ich muss sagen, ich habe die Präsentation ganz oft gemacht und ich kann ihn eigentlich träumen, aber heute ist das erste Mal auf Deutsch und eigentlich bin ich super nervös, ob wir das schaffen. Aber wenn es chaotisch ist oder verwirrt ist, dann höre ich das mal von Trixau oder Nadine oder von euch. Ich habe ein PowerPoint, einfach um mir auch ein bisschen zu helfen. Und ich fange mal an, den zu sharen. Okay, also Anne Breurer, das habt ihr schon gehört. Ich werde etwas erzählen über den Entstehung, was ist die Code, für wen gilt die Code, wie wird die Code angewendet und was jetzt. Und wir haben eigentlich ziemlich, ja, wirklich einen Code, also man sieht da auch so ein Symbol, wie wir das alles entwickelt haben, aber eigentlich fängt es immer noch an von... also mehr auch eine Philosophie oder eine a way of looking at it. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange an mit einem Quote von Andrea Fraser, der oft benutzt wird bei uns. Und ich denke, das ist gut, damit anzufangen. It is not a question of being against the institution. We are the institution. It's a question of what kind of institution we are, what kind of values we institutionalize, what forms of practice we reward and what kind of rewards we aspire to. Und ich glaube, das ist auch etwas, womit es angefangen hat. Es war 2015 und wir haben hier in Amsterdam unterschiedliche Initiativen aus Nachbarländern eingeladen, um auszutauschen, wie es geht bei den anderen und was für Initiative da sein und ja, also und eine von den Initiativen war State of the Arts und ich glaube in alle, also das, da war Initiative aus Deutschland, Initiative aus den UK, die Niederlande und Belgien und ich glaube, wir haben ganz viel dann gesprochen über die Vorderseite und die Rückseite. Ich weiß nicht sehr sicher, ob das eine gute Übersetzung ist, aber dass die Fassade an der Vorderseite immer noch ganz schön ist, auch sich in den Niederlanden, weil wir haben dann schon die Kürzungen gehabt und also da war ein Effekt von, ein Impact hat es gehabt, aber an der Vorderseite geht es immer noch ganz gut und war es ganz schön und wir machen Programms über Feminism und Klimawandel und all diese Sachen. Aber wenn man an die Hinterseite, an die Rückseite guckt, dann war es immer ganz anders und nicht so progressiv und nicht so solidär. Und das war, ich glaube, die Essenz von das Gespräch. Und dann war die State of the Arts hat dann das Fair Practice Label of the for the Arts genannt. Und ich glaube, in den Niederlanden war das dann gleich, also das ist wirklich etwas, was wir anfassen müssen. Und wir haben es also ganz viele Gespräche dann über gehabt. Was muss das dann sein und was könnte das sein? Und ich glaube, also es war schon ziemlich rechts in den Niederlanden und die Kürzungen waren schon ja, ganz groß. Und was die Kultursektor gemacht hat dann, war immer also einfach das Gleiche machen, versuchen, aber für weniger Geld. Und eigentlich so schlimm, dass die rechte Partei dann auch gesagt hat, eigentlich geht es euch, habe die Kürzungen euch immer besser gemacht. Also ihr macht immer noch das Gleiche für weniger Geld. Also das war ganz gut, was wir hier gemacht haben. Und also dann war es ganz wichtig für die Sektor auch. Also wir hatten schon die Bewegung und den Fair Practice Label for the Arts Idee und die Gespräche darüber. Aber dass auch die Berichte des SER, also des Sozial- und Wirtschaftsrats und der, des Kulturrates, wie das ganz schön übersetzt ist. Aber das war ganz wichtig, dass diese Organisationen auch gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nach dem Sektor also das anschauen, dann sehen wir, dass es schon ganz schlimm ist, wie die Position von den am meisten den Künstlern und den Freelancers gerade ist und das muss ändern.
Und das waren dann zwei Bewegungen, also die für Practice Labor for the Arts Gespräche und das auch wirklich, das auf politisches Niveau gesehen war. Also wir haben das angefangen und dann haben wir ganz viele Gespräche darüber gehabt, also große Saale, kleine Saale. Und es war ganz interessant, weil immer, wenn man sagt, die vier Grundwerte, und wir haben da fünf von gemacht, aber die Werte, also Solidarität, Diversität, Vertrauen, Transparenz, wir haben das Nachhaltigkeit, es ist jetzt übersetzt, aber Nicolas hat gerade Ökologie genannt, also das ist interessant, was die gerade Übersetzung, aber die Grundwerte, jeder war immer einverstanden, also Direktor, Politiker, Künstler, immer einverstanden. Aber wenn es dann geht, was machen wir dann jetzt daraus, dann wird es schwieriger. Wir haben dann einen Code oder einen Kodex entwickelt, also eine erste Version und jetzt ist eine zweite Version. Es ist immer das Idee gewesen, okay, wir machen ein, aber es muss immer weiterentwickeln. Und das bemerkt man jetzt auch, dass die Grundwerte immer eine wieder eine neue Deutung bekommen. Da war gleich viel Unterstützung. Also jeder hat gesagt, ja, wir brauchen das wirklich, weil die Situation jetzt, das ist nicht sustainable, also das wird auf einen Moment ist die Fassade nicht mehr da, also da, dann it collapses. Also das war ganz klar, aber und im Publik wird man immer sagen, ja, ist ganz wichtig, müssen wir machen, aber hinter die Schirme war es auch immer ein bisschen schwieriger und im Besonderen den großen Institutionen habe ich immer gesagt, also ganz informell, aber Anna, man muss das nicht machen. Das ist ganz zu schwierig und da kommen Probleme von. Also das ist interessant, weil im Publik war es immer von, ja, das ist ganz wichtig und ich finde das auch, aber hinter war da eine Spannung. Wie macht man das? Von den Codex ist auch eine Scan entwickelt, also dass man einen Scan machen kann. Als Freelancer oder als Auftraggeber oder Politiker, dass man den Scan machen kann und eigentlich so durch den Code geht und sieht, was sind dann jetzt Fragen und was mache ich falsch oder kann ich besser machen. Also was ist die Code denn jetzt? Wir nennen das mehr ein Leitfaden. Es ist wirklich wir haben es auch so ein morales Kompass genannt. Es ist nicht wie eine, wie wir das nennen, also ein CRO, wie nennt man das jetzt? Ein Agreement, what you should be. Also es ist nicht ein ganz präzise, genaues Code, aber es ist wirklich mehr die Werte und dann ist es immer mehr Maßnahme, also mehr genau, was man für darstellende Kunst oder für Künstler machen muss. Da sind immer fünf Kernwerte, also das ist die Code dann, Solidarität, Diversität, Nachhaltigkeit, Vertrauen und Transparenz. Solidarität ist immer mehr die gegenseitige Abhängigkeit und eigentlich also Fair Pay, wie wir das nennen, ist auch eine, also geht auch dazu, aber es geht auch weiter, also wie machen wir das zusammen. Diversität, also wir können da mehr über sprechen, aber Nachhaltigkeit, Vertrauen, also Vertrauen war in den Niederlanden auch ganz wichtig, weil das immer mehr war, okay, wenn man etwas macht, also was sind die quantitativen Output? Also dass es wirklich wichtig war, was sind die, was ist den Output und wie messbar ist das? Und das Vertrauen war ein wichtiges Wort, Wert, das wir dazu gefügt haben, weil das für das System sehr, sehr wichtig auf das Moment war. Transparenz, dass man immer auch teilt, wie die Situation von den Organisationen oder die Freelancer ist und dass es auch ein offenes Gespräch ist und ein Dialog. Und wir haben dazu gefügt Fair Chain, Fair Share und Fair Pay
Und was man bemerkt die letzten Jahre, dass es immer mehr über Fair Pay geht und es ganz wichtig ist, um auch die anderen Sachen zu nennen. Für wen geht der Fair Practice Code dann? Also wir haben immer gesagt, alle sitzen am selben Tisch. Also die Auftraggeber, aber auch den Stiftungen und auch den Politik und auch so die Künstler, dass alle eigentlich auf gleiche Weise an den Tisch sitzen und dass wir das zusammen machen müssen. Also dass die Institution und das Theater, das Museum das machen muss und auch die Künstler und dass es immer, also dass wir alle ein Teil davon sein und dass alle auch eine Weise haben, die Code durchzuführen. Wie wird der Fair Practice Code angewendet? Also dann ist es meistens jetzt Dialog, glaube ich. Also das, und das bemerkt man jetzt auch, dass es eine Änderung der Mentalität gibt, wenn man einen Auftrag hat, dass die Code etwas ist, auch zu nennen und zu sagen, okay, was müssen wir dann jetzt machen? Und auch, dass die Organisation etwas zu erklären hat, wenn es nicht genau Fair Practice ist. Also wieso dann nicht und was dann? Und das ist viel mehr... dass man darüber spricht, statt dass das Gespräch nicht stattfindet und dass es einfach nicht funktioniert. Also die Änderung der Mentalität gibt da und das ist auch oft, das ist auch manchmal schwer und es sind nicht, there are no easy conversations. Es ist kompliziert, aber auch ganz gut, dass es stattfindet. Es ist auch ein von den Förderungskriterien geworden und das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, dass wenn man für 4 Jahre zum Beispiel Förderung fragt, dass man dann auch muss sagen, okay, ich habe den Fair Practice Code, ich mache das und so mache ich das. Auch, dass man jedes Jahr dann also seine Berichte schreibt, Jahresberichte schreibt und dass man dann auch erklären muss, okay, ich mache es so und vielleicht auf diese Werte, wenn es geht über Diversität, schaffe ich das jetzt noch nicht und ich versuche das und das oder hilfe mir, aber dass es offen wird. Und das ist ein langer Weg, also das ist ganz klar und es geht hat viele Seiten. Und was auch wichtig ist, ist aber natürlich, aber selbstverständlich, dass es braucht auch mehr Finanzmittel, um das Gleiche jetzt Fair Practice zu machen. Oder man muss weniger machen. Aber so funktioniert es auch nicht. Also das ist auch eine Frage, wo man sucht, wie man das jetzt gut machen kann. Was jetzt, weil was auch interessant war, okay, die Fair Practice Code, das war umarmt. Dann gab die Corona-Krise und dann war es ziemlich schnell, dass ein Direktor von Museen, also den Verein von Museen, gesagt, okay, aber jetzt die Fair Practice Code, das machen wir jetzt nicht mehr, weil Corona-Krise, es ist jetzt schwer, also die Fair Practice Code jetzt nicht. Und das ist ganz interessant, da gibt kein Restaurant oder keine anderes Institution, das gesagt hat, okay, jetzt den Fair Pay für unsere Mitarbeiter machen wir nicht mehr. Aber in dem Kultursektor gibt es immer noch also den Reflex zu sagen, okay, dann jetzt das nicht mehr. Weil eigentlich, und da war eine starke Diskussion gleich auch, ist es jetzt noch wichtiger, das zu machen und dass es selbstverständlich nicht das gleiche ist als vor der Krise, aber Solidarität, Vertrauen, Transparenz ist vielleicht jetzt noch wichtiger. Und was jetzt eine Richtung ist, ist, dass wenn wir sprechen über Wiederaufbau, dass die Fair Practice Code dann auch wieder ein Leitfaden kann sein, wie wir das dann jetzt machen und dass es auch nicht, wir müssen zurückgehen, zu das, was war für die Krise, aber dass wir es auf neu machen müssen und dann mit dem Fair Practice dabei und die Werte ganz in front of the eyes. Das ist ungefähr, aber ich freue mich auf die Frage und Austausch.
Vielen Dank an Anne und Nikolas für die Beiträge. Und jetzt würde ich eigentlich am liebsten gleich die Diskussion eröffnen. Hat jemand von euch bereits Fragen? Dann könnt ihr jetzt das in den Chat hereinschreiben. Ich warte einen kurzen Moment, ob da jetzt schon was kommt. Marcel Hörler, gern. Ja, hallo, guten Morgen. Danke für die Beiträge. War interessant an diesem, für mich noch frühen Samstagmorgen. Ja, also für mich, ich frage mich halt so ein bisschen, das sind ja alles so Begriffe, mit denen man sich auch gern schmückt. Das sind sehr plastische Begriffe und viele Institutionen, die wollen divers sein, die wollen solidarisch sein. Und Nachhaltigkeit ist auch ein Begriff, der sehr inflationär gebraucht wird. Ich frage mich aber auch, inwiefern jetzt zum Beispiel in diesem Code of Ethics oder in diesem Almanach es auch darum geht, so einen kritischen Umgang mit diesen Begriffen zu finden. Also dass zum Beispiel auch auf struktureller Ebene Macht- oder Diskriminierungsfragen ins Zentrum rücken. Das ist so eine Frage an euch. Anna, willst du antworten, was, oder soll ich das Wort ergreifen? Ich sehe nicht alle, ich muss mal meinen Bildschirm umschalten. So. Ja, ich kann kurz was dazu sagen, vielleicht aus meiner Erfahrung. Ich finde die Frage sehr, sehr zentral. In beide Richtungen. Einerseits in der Richtung von, diese Begriffe sind sehr wichtig in Umlauf zu bringen. Ganz einfach als Begriffe. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft solche Begriffe braucht und dass die Konjunktur brauchen. Also dass das Gespräch über diese Themen wie einsickern muss in unsere Kultur. Auch wenn die Begriffe unterschiedlich gebraucht werden, unterschiedlich verstanden werden, beziehungsweise vielleicht gerade deswegen, wenn sie Missverständnisse aufbringen, weil nur dann löst es auch wirklich kritische Diskussionen aus. Und das andere ist aber aus meiner Erfahrung, dass diese Begriffe ja erstmal hohle Worte sind, und nicht leicht ist, eine konkrete Praxis dahinter zu entdecken. Und nicht leicht ist, sie wirklich zu lokalisieren in den Systemen drin, in den spezifischen Systemen, in denen wir sind. Und ich meine mit den spezifischen Systemen mein eigenes System an meinem Arbeitsplatz. Das System, wie ich mit den Institutionen umgehe, wie die Institutionen mit mir umgehen. Das System, wie die Institutionen untereinander kommunizieren und das System, wie die Politik mit der Kunst und so weiter. Also die ganz spezifischen Momente zu lokalisieren, wo findet das wirklich statt? Wo findet Solidarität statt und wo findet sie nicht statt? Und was bedeutet sie? Oder also zum Beispiel ein ganz plattes Beispiel, wir in State of the Arts, wir sitzen da mit, oder wir saßen da beim Camp zum Beispiel mit 70 Leuten und sprechen über Diversität. Und es gibt zwei Leute drin of color. Ja? Und wir schauen uns an und es ist uns allen peinlich. Und es ist uns so peinlich, dass wir Schwierigkeiten haben, wirklich zu erinnern, warum ist das? Warum ist das so? Warum findet dieses Gremium nach wie vor so statt? Und wie können wir, schaffen wir es aus dieser Möglichkeit heraus, unsere Kultur mit Diversität zu brechen und zu verändern und wirklich zu verändern? Und wie viel Wille ist denn wirklich da? Und diese Diskussion ist extrem konfrontierend und muss auch sehr konfrontierend geführt werden, weil ja, sonst bleibt ein Begriff wie Diversität ganz einfach eine hohle Praxis. Und ich glaube, aber wo setzt man da an? Mit was für
Eben, für mich ist da eine große Frage und die finde ich auch sehr interessant, ist hier auch zu diskutieren. Wie viel Regeln braucht das? Wie viel Quoten? Oder wie viel Gespräch? Wie viel andere Kulturen? Wie viel andere Praxen? Und wie können diese, wie kann dieses Gemisch oder diese Bewegungen von Regeln aufzubauen und andere Dinge zu fordern und eine kulturelle, politische Bewegung zu fördern auf der anderen Seite, wie können die miteinander zusammenspielen? Christoph, hast du die Hand gehoben? Nein. War das deine Zigarette? Danke übrigens für die Antwort. Anne, wolltest du auch noch etwas sagen dazu? Ja, ich glaube auch, also das ist ein auch bei der Code eine zentrale Frage. Und das ist eine Kritik auch oft. Also es ist immer noch zu offen oder da gibt es zu wenig Regeln oder was muss ich dann genau zahlen oder aber was man zum Beispiel jetzt bei den Institutionen machen muss, ist, dass man jedes Jahr schreibt über wie man dann solidär ist oder wie man dann divers ist. Also man muss den Werten auch in das Jahresbericht schreiben, wie man das praktiziert. Und das ist ein Übung und eine Verpflichtung, die vielen nicht gefällt von den Direktoren, aber ganz wichtig ist, glaube ich, dass man versucht zu schreiben, wie macht man das dann jetzt. Und man hat das auch für den wie sagt man das, in Antrag, also in dem Vierjahr-Förderung, muss man das auch machen. Und dann war es noch mehr Administration, aber es ist auch ganz wichtig, wenn man dann über 4 Jahre schreibt, dass man auch diese Werte nennt und wie man das dann, how one is going to practice it and how one is really going to be in solidarity and what it means and not only like tick one box. So I think it's I mean it's complex and it's also something to continue thinking about, but it's also very good that they are like forced to make this to discuss it and to write about it and to develop a vision on it. Und dann fängt es an mit, also das ist zu abstrakt, also ich kann das jetzt nicht machen und ich muss noch mehr machen, aber im Ende glaube ich, also die Änderung der Mentalität fängt da doch schon an. Danke. Nochmals, also zu deiner Frage noch, Marcel, das verstehe ich auch so ein bisschen im Kontext, was du gesagt hast, Anne, über die Fassade und die Rückseite. Das spielt ja auch ein bisschen darauf an, so wie ich das verstanden habe. Also was wir hier nennen, fix und innen nix. Aber das ist interessant, weil genau, es ist, man kann ziemlich einfach ein Programm machen über Solidarität, aber wenn es dann über die eigene Praxis geht, dann ist es kompliziert. Dann finden wir es also abstrakt und so weiter. Mhm. Aber das Programm ist das schon jetzt. Also das ist genau die Vorderseite und die Hinterseite. Mhm. Die Frage ist eigentlich, wie wird das wirklich gelebt? Also man muss es wirklich auch leben, dann auch, damit es ja, existiert. Ich sehe, es gibt weitere Fragen. Matthias Schoch hat eine Frage. Jawohl, hallo. Ich wollte eigentlich anschließen an die Frage von Marcel Hörler, weil ich gehöre auch zu diesem Fairspec und habe mir auch jetzt schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Und meine Vermutung ist, dass man sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Bereiche reagieren muss. Also, dass zum Beispiel der Bereich Macht und Strukturen, dass man dem mit sehr konkreten auch Controllings begegnen kann und sollte, während andere Bereiche sehr sensibel sind und offener bleiben müssen. Wisst ihr, was ich meine, Nicola und Anne? Also welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Also wo reicht es, dass man zum Beispiel jährlich die Diskussion sucht oder einfach einen Rechenschaftsbericht ablegt? Und wo ist es eben nötig, dass man, wie das in der Privatwirtschaft auch gemacht wird, quasi ein Audit durchführt. Also, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das total verstanden habe. Bei den Institutionen hier ist es jetzt so, dass man ein Audit macht, aber es gibt schon immer noch Frage, wie man dann genau weiß, ob das dann jetzt solidär ist oder nicht. Und man versucht das immer jetzt genauer zu sehen, aber das ist auch kompliziert. Weiß ich nicht. Nicola, was denkst du? Ja, also ich finde die Frage auch sehr schwierig abschließend zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich sehr kontextabhängig ist. Und dass das auch nicht einander nicht ausschließen kann. Im Gegenteil, das muss zusammenspielen. Also es bringt nichts, eine Regel aufzubauen und die auch versuchen durchzupauken, wenn die soziale Emotion nicht hinter nachhängt. Gerade das Thema Macht, es ist extrem spannend und extrem wichtig, über andere Governance Models in Institutionen nachzudenken, nicht hierarchische Strukturen nachzudenken, flache Hierarchien oder auch Sociocracy-Modelle einzubauen und so weiter. Nur meiner Erfahrung nach, alle diese Modelle sind höchstens Krücken, wenn gegenüber den Machtverhältnissen, die persönlich in Institutionen passieren können. Ne? Also ich bin gerade am Sprechen. Die Machtstrukturen, wenn diese Machtstrukturen in unseren sozialen Verhältnissen ganz bei bestimmten Bezügen zueinander nicht aufgebrochen, nicht bearbeitet werden und nicht transparent gemacht werden, und zwar im persönlichen Gespräch, dann nützen diese Strukturen überhaupt nichts. Also gerade, ich arbeite in einer parallel in einer Institution, die auf flacher Hierarchie basiert und seit 10 Jahren wirklich versucht, flache Hierarchien zu kreieren. Aber wir diskutieren kontinuierlich. Wir müssen immer wieder Kollaboration neu definieren, müssen immer wieder neu strukturieren, neu herausfinden, wie wenden wir Macht aufeinander an. Ganz einfach. Durch Rhetorik, durch die Art, wie wir sprechen, durch die Art, wer was machen kann, wer wie wann was machen kann und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das eine ohne das andere geht. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich schon, was Anne zuvor gesagt hat, es braucht eigentlich beide Schienen, oder? Eine gewisse Regulierung kann helfen aufgrund von Regeln, die aufgestellt werden, aber die müssen auch gelebt werden quasi, sonst bringt es wie nichts, oder? Ich sehe dazu gerade keine Wortmeldung mehr, also ein Kommentar oder Feedback, aber Paola hat noch eine Frage. Ja, es ist eine Frage oder auch ein Kommentar, eine Reaktion. Es hat vieles von dem, was jetzt gesagt wurde, von den beiden erzählt worden, habe ich vieles wiedergefunden in unserem Label Kultur inklusiv. Und das fand ich sehr interessant. Und es sind wie die beiden Fragen dahinter. Braucht es ein Label? Wie funktionieren diese Strukturen? Wann ist es glaubhaft und wann nicht? Eigentlich drei Fragen. Aber das Interessante finde ich oder unsere Beobachtung ist, es muss die Leitungsperson, der Direktor, muss bereit sein, das umzusetzen. Sonst funktioniert vieles nicht. Das ist jetzt bei einer freien Szene nochmals ein anderes Thema, weil wir mit Kulturinstitutionen zusammenarbeiten. Aber das bedeutet Machtabgabe in dem Sinn, dass man wirklich Zeit und Geld bereitstellt, investiert, damit Änderungen passieren können.
Und jetzt bei uns beim Label Kultur inklusiv geht es natürlich darum, dass man Menschen mit Behinderungen mit einbezieht, dass man eine Inklusionsexpertin engagiert, dass, ja, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden. Und dann kann man auch darüber reden, was braucht es, was brauchen wir. Und das ist dann auch sehr unterschiedlich von Kulturinstitution zu Kulturinstitution. Und ich denke, dass es Regeln, die müssen gemeinsam erstellt werden mit den Menschen, die wir ansprechen wollen. In unserem Fall sind es Menschen mit Behinderungen. Ohne geht es ja nicht. Und was ich interessant finde und das wahrscheinlich recht anders ist, in den Niederlanden, es geht um das Thema Fair Pay und die Förderstellen, die Gelder geben. Und das ist ja bei uns nicht das Gleiche. Also man bekommt nicht mehr Fördergeld, wenn man jetzt inklusiv arbeitet in der Regel oder nicht einfach automatisch. Und das finde ich einen großen Unterschied und ein großes Problem. Und noch eine Bemerkung zum Thema Berichte schreiben, viel administrativen Aufwand, das kennen wir auch, aber auch wie Anne gesagt hat, am Schluss bringt es einem etwas. Man muss die Berichte verfassen, wenn man jetzt auch Gelder bekommt und es schafft Klarheit darüber, ja, in unserem Fall, wie inklusiv sind wir und wo sind wir es und wo sind wir es eben nicht. Und dann kann man etablieren und das auch weiter ausbauen, aufbauen. Natürlich immer mit den Menschen, die man erreichen will, in diesem Fall Menschen mit Behinderungen. Paola, wenn ich ganz kurz hier noch mich einklinken darf. Wir hatten ja schon im Voraus auch mit euch Kontakt, weil wir herausfinden wollten, wer hat schon Methoden entwickelt und erprobt, die so etwas Ethik in der Praxis nachhaltig gestalten können. Wie wir am Anfang gehört haben, was ich sehr spannend finde, bei Nicolas haben sie gesagt, wir haben diese Idee verworfen wegen dem Aufwand. Jetzt, ich weiß, dass ihr dieses Label habt, das hast du schon kurz erwähnt. Sag doch kurz, wie lange ihr das schon habt und welche Erfahrungen ihr bei der, also wer sich da beteiligen kann, wie das läuft, damit das alle wissen und welche Erfahrungen ihr daraus zieht. Also wo seht ihr positive und negative Effekte aufgrund dieses Labels? Das Label gibt es seit 2016. Es gab eine Pilotphase im Kanton Bern und dann wurde es langsam, das war von 2014 bis 2016, und dann wurde es ausgeweitet in Etappen in die ganze Schweiz, Deutschschweiz, Romandie und das Tessin, weil wir ja unsere Sprachgräben haben. Und das Label wurde dann schlussendlich gemacht, weil ich denke, dass ein Unterschied sein könnte, die Kriterien, die vielleicht vager sind, wenn es darum geht, was ist Fairspec beim Label Kultur inklusiv. Inklusive Kultur heißt gemäß Artikel 30 UNO-BRK, es ist eigentlich klar definiert, das ist die Teilhabe an Kultur aller Menschen, also auch von Menschen mit Behinderungen, sei es jetzt als Kunstschaffende auf der Bühne, als Publikum und als Mitarbeitenden in Kulturinstitutionen. Und das macht es, glaube ich, ein Stück weit fasslicher. Aber der Aufwand, das Thema wurde, hat Nicola angesprochen, ja, das war auch ein großes Thema. Das Starre weniger, weil wir versucht haben, sehr individuelle Vereinbarungen zu schaffen, weil eine Kulturinstitution, ein großes Museum hat andere Voraussetzungen als jemand aus der freien Szene. Nicolette Kretz ist ja auch hier, glaube ich, und sie gehört mit Aber wir leben ja zu den Pionier-Label-Partnern. Sie kann ja auch dann etwas sagen dazu. Und je nachdem, wie weit man ist. Und das Label wird vergeben an einer Institution, die ein Interesse dafür hat, sich auf den Weg zu machen. Es ist also nicht für etwas Erreichtes, sondern dass man sich glaubhaft auf den Weg macht zur Inklusion und dies in fünf Handlungsfeldern dann auch machen möchte. Und das ist klar geregelt. Also es ist eine Mischung zwischen starrem und flexiblem. Es ist klar, dass alle fünf Handlungsfelder, sei es jetzt die Arbeitsangebote, in der Kommunikation und so weiter, die müssen eingehalten werden.
Und die Erfahrungen waren so, dass man nach 4 Jahren, es ist eine Periode von 4 Jahren in der Regel, in der die Labelpartnerschaft andauert, wurde klar, man muss etwas ändern. Es gab wirklich auch das Bedürfnis, dass es nicht mehr so viel administrativer Aufwand gibt, aber auch, dass man ein Instrument hat, um das, was man macht, mehr nach außen zu zeigen. Natürlich auch mit Blick darauf, dass Förderstellen vielleicht dann sich dazu entschließen, das doch finanziell ja, zu begünstigen, wer so etwas macht und das Label trägt. Aber auch, das ist selbstverpflichtend, wenn es klar ist, was beinhaltet das Label. Und darum haben wir die Charta geschaffen letztes Jahr, Charta zur kulturellen Inklusion, zusammen mit den Labelpartnern und Selbstvertretern. Und das ist wie so der sichtbare Teil. Da weiß eine Person von außen, was kann sie erwarten, weil die Charta ist ja dann bei unserem Labelpartner auf der Webseite. So, und wir haben das dann auch geändert, dass wir klarere Forderungen stellen oder beziehungsweise, dass man klarer benennt, was macht man eigentlich in diesen 4 Jahren, das aufbauend sich verpflichtet dazu. Es ist immer freiwillig und es fließt kein Geld von unserer Seite, sondern nur Beratung und Vernetzungsangebote, die wir machen als Fachstelle. Aber so kann eigentlich jede Institution für sich wirklich überlegen, sagen oder tun. Oder das ist das, was die Anne gesagt hat. Man sagt, man macht schnell mal eine Veranstaltung, die vielleicht Gebärdensprache hat. Aber man fragt nicht Menschen mit gehörlose Personen oder Menschen mit einer Hörbehinderung, ist es das, was sie wollen? Bezieht sie nicht ein? Und so weiter. Also so ein Schnellschuss, wo man sagen kann, ja, es ist erfüllt, das ist ja eigentlich nicht das Ziel. So, das, um ein Beispiel zu nennen, das wollten wir ändern. Jetzt habe ich ganz viel geredet, Verzeihung. Wenn noch jemand etwas gerade dazu fragen oder sagen möchte, dann kann er gerne. Nani, hast du hierzu was? Das ist gut, ja. Man hört dich nicht. Ja. Ja, ich verfolge das Thema schon länger. Einerseits beruflich mit der Migro, Steps etc. Andererseits bin ich auch eine betroffene Mutter von einem Kind, das schwerhörig ist und autistisch ist. Ich finde es unglaublich komplex. Die Thematik ist unglaublich komplex. Und ich frage mich immer wieder, also ich meine so die großen Theaterhäuser, die großen Festivals, was weiß ich, die haben irgendwie mehr Möglichkeiten. Aber was machen die Organisationen und Kulturinstitutionen, die extrem schlank organisiert sind und unglaublich viel Workload haben und eh schon am Anschlag sind? Also für mich weiß ich, wie ich das beantworte, aber ich finde es irgendwie ein wichtiges Thema. Wie kann man sich dran machen, ohne sich zu überfordern? Wie kann man für sich einen Plan aufstellen, der nicht zu ambitiös ist? Geht man da so vor, dass man findet, okay, im Jahr 1 möchte ich dies und das umsetzen, im Jahr 2 setze ich dies und das um? Wie kann man, ich glaube, dort braucht es wie einen Leitfaden, wie kann man vorgehen, ohne sich zu überfordern? Weil ich meine, dieses Handbuch Kultur inklusiv und dieses zweite Handbuch Wegweiser und so, ich meine, das sind so fette Bücher. Und genauso divers wie unsere Gesellschaft ist, sind auch Menschen mit Hörbeeinträchtigungen divers. Möchte jetzt jeder schwerhörige Mensch ins Theater gehen? Nein! Und so weiter und so fort. Ich finde, es ist extrem kompliziert. Und ich finde, der nächste Schritt, dass das überhaupt eine Chance haben soll, ist irgendwie auch Wege zu finden, wie kann man ganz einfach in kleinen Schritten vorangehen und ein gutes Gefühl dabei haben. Weil oft sieht man so diese ganze Thematik und denkt, meine Güte, das ist einfach schon per se die Überforderung.
Dazu möchte ich sagen, das eine ist ein bisschen, was Anne gesagt hat, dass in den Berichten, die geschrieben werden, wenn für ihre Partnerinnen, die mit diesem Fair Practice Code arbeiten, ist, man kann auch sagen, man hat das nicht erreicht, dass das Schritt für Schritt geht. Man kann nicht davon ausgehen, dass man sofort alles umsetzen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann mich erinnern, bei der letzten Veranstaltung, das fand ich sehr schön, was Gunda gesagt hat. Sie haben Gebärdensprache jemanden eingeladen, der das übersetzt hat und keiner kam. Und dann heißt das aber nicht, dass man das nicht mehr tun soll, weil erst wenn man das Angebot irgendwie aufrechterhält, beginnen sich die Leute auch dafür zu interessieren. Vielleicht gehen die Gehörlosen nicht ins Theater, weil es bis anhin nicht üblich war, ins Theater zu gehen. Ich weiß nicht, aber es gab da noch ein paar Wortmeldungen dazu. Nikolas hatte eine. Ja, ich finde diese Frage wirklich sehr, sehr relevant, wie das praktisch umsetzbar ist für die Einzelnen. Aber etwas, was ich wirklich stark das Gefühl habe, aus der Erfahrung in Belgien ist, dass es alleine nicht geht. Also das Gefühl der Überforderung entsteht auch, wenn man das Gefühl hat, man muss es als eigene Institution, als einzelne Institution anpacken und etwas dagegen unternehmen. Und das ist, glaube ich, per se wirklich eine totale Überforderung. Es geht nur als Kunstfeld, das zu machen und miteinander zu machen. Dafür wollte ich ein Beispiel kurz in den Dingen reinsetzen. Es gibt mehrere Beispiele, glaube ich, die man kurz erwähnen könnte. Das eine ist eine Initiative von einem Künstler, Michiel van der Velde, der parallel zum Entwickeln von State of the Arts einen Vorschlag gemacht hat, eine Charter, ein Handfest, wie das heißt auf Flämisch oder auf Niederländisch, um ganz praktisch, ganz konkret zu sagen, hey, diejenigen, die da unterschreiben, die Künstler, die unterschreiben, sagen, wir nehmen keine Arbeit an, die unterbezahlt ist. Ja, wir nehmen sie nicht an. Und das andere ist, Institutionen, wir stehen dafür ein, dass wir keine Arbeit rausgeben, also ausgeben, die unterbezahlt ist. Also das heißt, man kann nicht so viel machen. Oder man muss wirklich Arbeiten ablegen. Und das ist ein ziemlich krasses Statement in dem Alltag, gerade unter Corona-Bedingungen, das wirklich auch durchzuziehen. Und das muss man dann natürlich als Einzelne muss man dafür stehen und das dann auch tun. Und man hat diese Charter unterschrieben, aber tut man es dann wirklich? Ist es realisierbar und wie? Und man muss sich dafür halten. Und trotzdem finde ich dieses Statement der Solidarität, die da aufkommt gegenüber diesem ganz konkreten Punkt, sehr wichtig, dass dieses Statement gemacht wird und dieser Diskurs geführt wird. Ein anderes Beispiel ist aus der Sicht von Institutionen, auch wieder in diesen letzten Jahren. Es hat parallel oder nach der Diskussion mit dem Camp haben sich 4 oder 5 Institutionen zusammengetan und haben eine Coalition of the Willing entwickelt. Also es waren das war Kai Theater, das Buddha in Kortrijk, die Burschauburg, Theatermarker, so verschiedene Institutionen größerer und kleinerer Art, die gesagt haben, wir untereinander sitzen zusammen und schauen, wie machen wir es denn miteinander. Und das fand ich ein super Statement von denen und haben auch gesagt, wir machen es erstmal, diese Diskussion machen wir untereinander, nicht in Einbezug der Künstler, wir müssen sozusagen einen geschützten Rahmen darüber diskutieren, woran scheitern wir, was funktioniert. Und das finde ich super, dass die Institutionen sich diesen geschützten Rahmen genommen haben, aber es war, das Zentrale daran war, es war überinstitutionell, es war nicht das, sie hatten nicht das Gefühl, ich kann es alleine hier bei mir lösen. Wenn die eine Institution einen Konkurrenzkampf gibt, mit der anderen geht es nicht. Es geht nur, wenn wir beginnen, zusammen solidarisch zu handeln, in diesem Beispiel. Und das letzte Beispiel ist vielleicht eine ganz andere Initiative, Engagement Art, die ist Fluss von MeToo aufkam, die ganz viel
Das erste war eigentlich, also eine Parole auszugeben für, hey, Institutionen, bei euch gibt 100% gibt's Fälle, die unter MeToo fallen, also Harassment, wie sagt man, Belästigung, wo Belästigung rassistischer und sexueller Art passieren, und haben eine Plattform aufgemacht, Zeugnisse abzugeben, anonyme Zeugnisse abzugeben, und haben dann Veranstaltungen gemacht, diese anonymen Zeugnisse vorzulesen. Und das, das war wieder etwas, was überinstitutionell passiert, das war unter den Künstlern, und es war wie so eine gemeinsame Bewegung, dieses Thema wirklich in die Gesellschaft reinzutragen. Und zwar über einen sehr, aus sehr persönlichen Sichtweisen, aber geteilt und geshared mit anderen. Und das finde ich drei Beispiele, die so für mich wirklich dafür stehen, dass das ein gesellschaftliches Thema ist und nicht alleine gelöst werden kann. Vielen Dank. Hat jemand noch gleich hier zu dem Thema eine Meldung? Ich wollte vielleicht noch anfügen, wenn ich darf. Danke, Nicolas, für die Beispiele. Ich glaube, was man sieht, was so schwierig ist, ist sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien, ist Selbstorganisation ein wahnsinnig wichtiges Element gewesen. Ich glaube, das sind wirklich Bottom-up-Bewegungen gewesen, die aus, aus einem hohen Leidensdruck entstanden sind und zu sowas wie einer Selbstermächtigung geführt haben. Und die Intention war, glaube ich, auch in den Niederlanden, wo ich beteiligt war, wirklich eine Form tatsächlich der Selbstverpflichtung und über diesen Dialog eigentlich in die Praxis zu kommen. Und der Bruch und die Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich, wenn man sich realisiert, alleine geht es nicht, tut man sich als Kunstfeld zusammen oder wo gibt man es auch ein Stück weit ab an die Politik? Und in den Niederlanden hat die Politik relativ schnell, weil es eben so viele, ja, einfach auch Berichte gab von anderen Quellen, wie schlecht es um die Arbeitsbedingungen und überhaupt um die Gerechtigkeit im Kultursektor bestellt ist, hat die Politik relativ schnell reagiert und investiert in diese Entwicklung des Codes. Und ich glaube, wenn Anna so beschreibt, jetzt müssen wir ihn wieder aufbauen, ist, glaube ich, die große Herausforderung, dadurch, dass die Politik es übernommen hat, hat sich die Szene ein Stück weit zurückgezogen. Das heißt, diese Verantwortung ist irgendwie gewandert, hat der Szene vielleicht sogar geschadet, in dem Sinne, dass eine Verpflichtung innerhalb der Förderstrukturen geworden ist, aber es hat ja nicht mehr Geld gegeben. Das heißt, irgendwie der große Schock kam, als die Kultusministerin gesagt hat, ich nehme diesen Code an, ich institutionalisiere ihn, aber es ist eure Verantwortung, wie ihr ihn realisiert. Ich zahle nicht dafür. Und da hat es, glaube ich, dann wirklich eine Rückwärtsbewegung gegeben. Und ist dann auch diese Solidarität und diese notwendige Zusammenhalt und diese notwendige Selbstorganisation und Selbstverpflichtung brüchig geworden. Und das finde ich irgendwie interessant. Was für eine Verantwortung übernimmt man da, dass man sagt, wir behalten es in eigener Hand, versuchen solidarisch zusammenzuarbeiten auf der einen Seite und sind wirklich selbstverantwortlich, oder wir setzen uns wirklich ein für diese politischen Konsequenzen auf die Gefahr hin, dass es uns dann eigentlich auch vielleicht ein Stück weit entgleitet. Nani? Ja, also ich glaube, ein Punkt ist vielleicht auch, wie man sich konstituiert, wenn man so einen Verein mit Vorstand und weiß ich was hat, dass man darauf schaut, dass man möglichst eine diverse Besetzung hat, dass man eigentlich schon innerhalb von seiner Organisation und Trägerschaft das nach außen strahlt, was man eigentlich erreichen möchte. Und ich glaube, bei diesen Strukturen ist es auch irgendwie wichtig, dass man nicht einfach so einen Vorstand hat, der repräsentiert, sondern der sich auch mit einbringt, vielleicht sogar ein Beratergremium, wo man Leute drin hat, die einen ein bisschen beraten können, in welche Richtung das auf eine einfache Art gehen könnte und auch ein bisschen Lobbyarbeit betreibt. Also ich glaube, es muss irgendwie wie von überall her laufen und man muss irgendwie Wege finden, dass der Aufwand nicht zu groß ist. Und ich glaube, ein Weg ist, dass man schon mal innerhalb von seiner eigenen Struktur, das nach außen strahlt, was man eigentlich
hinsichtlich Diversität, Equity, Inklusion erreichen möchte. Einfach so. Wir wollten eigentlich hier eine Pause machen, aber es gibt jetzt bereits auch noch eine Anschlussfrage. Ich schlage vor, wir machen diese Pause 10 Minuten, 7 Minuten, wir treffen uns um 11.15 Uhr und fangen dann aber an mit der Anschlussfrage von Matthias Bremgarter. Also ich würde gerne eigentlich schon bei diesem Thema auch, was Marieke angetönt hat, dass dann die Politik eigentlich da eingesprungen ist, aber es gab nicht mehr Geld, auch da vielleicht noch mit Anne darauf zurückkommen. Bist du einverstanden, Nadine? Pause mal jetzt. Wir treffen uns um 11.15 Uhr wieder hier, okay? Ja. Gut, danke. Matthias, möchtest du gerne eine Frage stellen? Ja, sehr gerne, danke, Trixa. Ich habe eine Anschlussfrage an den Beitrag von Mareike und es ist eine Frage an Anne. Ich arbeite für Mikrokulturprozent. Wir sind eine private Förderinstitution in der Schweiz und ich interessiere mich sehr für euer Vorgehen. Also waren für euch die wichtigsten Schritte, um die Politik dazu zu bewegen, diesen Code in ihre Förderkriterien mit einzubauen? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr das erreichen können? Ich höre etwas auf der danke für die Frage. Ich glaube, dass die Berichte, von, also die andere Quelle, was Mareike auch erzählt hat, dass das dazu beigetragen hat, dass die Notwendigkeit auch gefühlt wird in den Politik. Und es ist auch etwas Einfaches für die Politik zu sagen, okay, wir finden das auch wichtig. Und ich glaube, also da war ein Gefühl für Verantwortlichkeit dafür. Also man kann nicht sagen, okay, wir finanzieren das, aber dann, dass es nicht okay passiert, that doesn't matter. Sie haben auch etwas they needed to also change something. So it was a quite easy option for them to say, okay, we embrace this. Though it was also a risky thing for them, because exactly what Mareike said, it would backfire at some point. So that they also should put more finances at the table then, because if they say that the art sector should practice what they preach, then also politics should practice what they preach and put a finance a budget to what they intend to see in the art sector. And that is something that they didn't do. But the interesting thing is that in the beginning of March, there was an important debate on this topic that actually they should invest more. And they were very much held accountable on that level. But then, of course, a complete different world appeared. And it was calculated like what kind of investment should be asked from them to make this fair practice possible, and especially for the institutions that are funded for more years. And it was a budget of 20 million that was asked at the very least to make a start of with that. I think that debate actually was possibly very successful and could have been successful in September. But of course, everything changed. And now we speak about investments of 300 million and of 400 million. But it's not so much directed to the fair practice, of course, at this moment. So it's way more like, what do we sustain? How do we build from here? And I think then we as a sector should claim it back. But it's true that in the... going towards the applications, and I think you always feel this in the arts field, that at that moment, at least in the Netherlands and in our system, you feel that there's a certain pressure on it and a certain anxiety. And I think that stays with this fair practice code, that
we all find it very important, but if it means that I can't do the work anymore, then rather not. So if it leads to sharper choices, then it becomes complex and people are also more reluctant. And it's interesting, this handfest, what Nicola told about of Michiel van der Velde. And I think what with the Fair Practice Code is less strict in that sense, because it can also mean that you pay me a bit too little, but if it's what you have, like if you're transparent about your situation, then maybe that's also something to embrace, and I want to do it nevertheless. And I think, so it's more open and it's more like in pleading for the solidarity and transparency that you can also do things when it's maybe a bit under, not funded well enough, but that you still do it because you feel like, okay, but speaking of it, and we have all, we went through the whole conversation, then maybe I still want to do it, but how to do we make it transparent and also that this is happening? Also kurz, das Geld ist sehr wichtig dabei, dass man ohne Geld gewisse Sachen nicht so umsetzen kann, könnte man sagen, aber dass es eventuell sogar auch okay sein kann, wenn man nicht so bezahlen kann, wie man möchte, dies aber transparent gestaltet. Das ist schon auch noch ein sehr spannender Punkt dazu. Ich sehe, dass Flavia die Hand gehoben hat. Also etwas genau dazu kommentieren möchte. Vergiss nicht, die Hand wegzunehmen, Flavia, bevor du sprichst. Danke. Bevor ich spreche, okay. Ich möchte nicht etwas zu dem, was jetzt gerade gesagt wurde, sagen, sondern etwas, das vorher Thema war. Ist das auch okay? Ja, klar, mach. Okay. Nani hat etwas ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass es ja auch einfach überfordernd sein kann, all die Ansprüche, die gestellt werden. Ich spreche natürlich jetzt wieder aus unserer Perspektive, aus der inklusiven Kultur, also es geht vor allem um Menschen mit Behinderungen. Dass es bei uns diesem Fakt wird Rechnung getragen, insofern, dass wir, wie Paola vorher schon gesagt hat, individuelle Maßnahmen zusammen mit den Labelträgern definieren, und wir haben auch ein neues Instrument, einen sogenannten Maßnahmenplan, der über 4 Jahre pro Jahr Maßnahmen definiert, respektive die Kulturinstitution selber definiert diese Maßnahmen, was wollen sie wann anpacken. Es ist ganz klar, dass alles auf einmal, das funktioniert schlicht nicht, aus verschiedenen Gründen. Was mir ganz wichtig wäre, auch noch zu betonen, und das ist eigentlich etwas, was Trixa vorher kurz erwähnt hat, bezüglich der Gebärdensprache und niemand kommt. Als Beispiel, da ist das eben wichtig, dass man von Anfang an zusammen mit den Menschen, für die man etwas machen will, sie einbezieht und fragt, was möchtet ihr denn? Was interessiert euch? Und das kann ja, also es kann durchaus sein, dass man etwas macht, was gar niemand nutzen will. Dann ist das der falsche Ort zum Starten. Genau, das sind so die 2 Sachen, die ich noch rückmelden wollte. Danke. Es gibt eine Wortmeldung, also da hat Roger hat etwas geschrieben weiter oben, da würde ich total gerne später auch noch zurückkommen. Jetzt gibt es aber noch eine Wortmeldung von Noemi. Noemi? Hallo, Tana. Danke, hört ihr mich? Ja, hallo. Ja, genau, ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Link, den Nicola da gleich gepostet hat, nämlich unser Manifesto for Fair Practice von Rezo. Wir haben ja das zusammen gemacht mit Nicola, der hat uns da begleitet, und wir haben einen kollektiven Schreibprozess an ein Manifesto durchgeführt in unserem Lockdown-Jahr, Corona-Jahr, mit verschiedenen Anspruchsgruppen, also mit verschiedenen Leuten aus der freien Szene, Veranstalter, aber auch Künstler, Produktionsleitende. Und für mich ist jetzt so, gibt es eigentlich die gleiche Frage, oder wir haben jetzt dieses Plakat, wir haben so auch große Begriffe, viel geschrieben, uns viel ausgedacht und diskutiert und haben das so wie mal einfach
gedruckt und so im Sinne von, jetzt hängen wir das auf in allen Foyers, wir haben das allen Theatern der ganzen Schweiz geschickt. Und was jetzt? Oder wie geht es jetzt weiter? Wie kriegen wir diese Themen zu Fair Practice in Realität, auch in vielleicht die Kulturpolitik rein? Und es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, was Matthias gefragt hat. Wie kriegen wir diese Themen umgesetzt? Und wie, was können wir jetzt in meinem Fall als Netzwerk dazu beitragen? Und vielleicht eine Zwischenantwort. Ich denke, wir brauchen viel direkte Kommunikation. Wir müssen wieso diese Institutionen, die wir ja auch immer mit repräsentieren, und ich glaube, da gibt es so wie eine Angst davor, wir müssen wieso zeigen, dass wir alle Menschen sind und dass wir einfach direkt miteinander kommunizieren können, sollen, müssen. Und diese Netzwerkarbeit und Lobbyarbeit, was Nani auch schon genannt hat, die stärker leben, das ist vielleicht ein Zwischenschritt zur Realisierung. Danke. Ich würde gerne hier zu einer Frage überleiten an Anni, die ich eigentlich schon gerne länger stellen wollte. Und zwar, so wie ich diesen Code verstanden habe, das ist wirklich so ein Überbau und den nimmt man sich dann, dem nimmt man sich dann an und formuliert dann daraus seine eigenen Richtlinien. Habe ich das richtig so verstanden? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie seid ihr auf die Institutionen, die sich jetzt diesen Code auf ihre Fahnen schreiben, wie habt ihr die dazu gekriegt? Wie seid ihr auf die zugegangen? Verstehst du meine Fragen, Anne? Ja. Okay. Die erste Frage war, den ist das so, also so wie ich den Code verstehe, das ist wirklich so ein genau, ein Dach, ja, und da gibt es dann Regeln, ja, aber es ist auch ganz genau, wenn es sagt, wie nennt man das in der Schweiz, Mareike? CAO, also eine Verabredung, was man zahlen muss. Die gibt da auch, aber nicht in jedem Sektor. Also nicht für die darstellende Kunst gibt es da schon, aber dann für die Künstler gibt es da nicht. Also das ist unterschiedlich, was es, und in der Musik ist es wieder anders. Also da gibt es schon Regeln und das ist dann auch ganz schön genau und das muss man dann auch ganz genau machen. Das ist da mit einem Grund. Aber in manche Sektoren gibt es dann noch nichts und den Fair Practice Code ist dann auch ein Stimulanz, um da etwas zu entwickeln. Und das ist auch dann ganz klar, dass im das spezifische Bereich da noch nichts gibt auf diese Art. Mhm. Also auf manche Seite ist es ganz spezifisch und genau, dass man das machen muss. Und auf andere Seite gibt da einfach noch keine Regeln. Und ich glaube, die Code ist auch dann eine, ja, ein Stimulanz oder eine Fire, also eine dass man sagt, okay, das und das müssen wir wirklich noch entwickeln. Und dann, die Code ist nicht so legal oder juridisch oder verbindlich. Nein, das ist noch nicht legal. Also es ist noch keine, it's not a law. It's not a, mhm. Aber weil die Code da ist, ist da eine Entwicklung auf die Seite. Aber die Code selbst ist das nicht. Also wie geht man jetzt mit Freiberuflichen um? Wie muss man das ändern? Also dass die Code macht es ganz, wegen der Code sieht man, was die Probleme sind und dann muss es auch auf andere Seite bearbeitet werden. Was machen wir dann dazu? Und ja, das Code ist, aber auch eine Simulanz, um mehr Regeln zu machen, wo nötig. So, mhm. Und die Institutionen, wie wir, ich glaube, für Institutionen war es oft eigentlich schwierig und dass sie
also was ich schon in die Präsentation gesagt habe, ist, dass es im Publik, also in, dass man dann sagen würde, ja, das ist ganz gut, aber hinter die Schirme, also war es auch oft schwer. Und ich glaube, dass die Weg, und das ist eine Weg, also das eine Unterteil von den Kriterien zu machen, wirklich also auch ein bisschen forceful, also dass wir das, dass die Institutionen auch, that because it became a criteria for the subsidies, that they also needed to have a relation to it and to address how they did it. But also there, what I find there sometimes a shame is that it's also, you need some courage to say it doesn't work at the moment. I'm not able to pay the artist the right amount at this moment, or not for the right time, or I should do it different. But what you saw in the first, I mean, and that's already a couple of years ago, but that a city asked like, okay, describe how you are practicing the Fair Practice Code. And I think all the institutions said, I'm doing terrific. I'm really in favor of the fair practice. We do it super well, but the others have a problem with it because it is complicated. And it's a shame because we should also use it to address where it's not working yet. Also was du gesagt hast, dass wir auch sagen mit den Code, das und das haben wir noch nicht erreicht und müssen wir ändern. Und wir versuchen das auf diese und diese Art, aber wir brauchen auch die Politik oder wir brauchen auch die Stiftungen. Oder deswegen können wir es nicht machen, weil die fragen jetzt dieses Output, aber wir bekommen nur das bisschen Geld und deswegen funktioniert es nicht. Also dass die Code auch ein Tool ist, um die Situation zu diskutieren und nicht nur um zu sagen, okay, jetzt machen wir es so und es ist klar, abgeschlossen. Aber es ist auch wirklich ein Tool. Eigentlich, das fand ich interessant, weil Nicolas hat gesagt, den Almanac ist etwas, ein Tool, um die Diskussion zu machen. Also eigentlich die Code ist immer auch noch das, dass es eine Diskussion ist und es konfrontiert auch. Und ich glaube, die Institutionen finden es auch oft schwer. Aber es ist also, ein Künstler kann auch sagen, wenn ich an den Tisch sitze und rede über einen Auftrag, dass ich dann sage, okay, aber das ist nicht Fair Practice jetzt. Und das merkt man jetzt, dass das eine Änderung ist. Also, dass man da weiter überspricht, diskutiert und dass eine Institution auch fühlt, ich kann das jetzt nicht machen. Aber vorher war es schon, wir sprechen nicht darüber und ich muss schon ganz froh sein, dass ich eine Chance bekomme. Nicolas, wollte er auch noch dazu was sagen? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich finde diese Frage von der, wer trägt die Verantwortung dafür, ne, finde ich eine ganz wichtige Sache. Also die Politik, dadurch, dass man so einen Code hat, dann die Verantwortung abgeben kann und eigentlich das Geld nicht zur Verfügung stellt. Im Almanach, in der Forschung oder in der Recherche darum, 2019 haben wir herausgefunden, das ist eine Statistik natürlich, aber im Durchschnitt macht die Aktivitäten, die kulturellen Aktivitäten in Europa, in den europäischen Ländern, machen 10% von den gesamten Aktivitäten aus. 10% sind kulturelle Aktivitäten, aber nur im Durchschnitt nur 0,01% von den Budgets wird an Kultur ausgegeben. Das ist ein riesiger Unterschied. Da ist eine grundsätzlich in der Struktur der Staaten, der Budgets, ist ein riesiger Unfairness da. Und wenn diese Fairness nicht angesprochen wird, intersektionell angesprochen wird, dann ist die Fairness-Diskussion innerhalb von der Kultur verloren, auf dieser Ebene. Ja? Also das finde ich ein ganz wichtiger Ansatz. Ganz wichtig, wir brauchen mehr Lobbyarbeit. Und auf der anderen Seite, glaube ich aber auch, die Kultur jedes einzelnen Künstlers und jeder einzelnen Künstlerin muss sich verändern. Wir stimulieren dieses System. Wir helfen diesem. Wir haben ein total verzerrtes Zeitgefühl. Wir haben ein verzerrtes Gefühl gegenüber Arbeit und Privatleben, gegenüber der Zeit, die wir investieren, dem Geld, die wir reinnehmen. Und wir verzerren das Bild nicht nur für den Kunstsektor, sondern wir verzerren es auch im Sinne einer neoliberalen Arbeitspolitik.
Und da sind wir genauso in Verantwortung wie die Politiker daran, eine andere Kultur aufzubauen, gegenüber Fairness, gegenüber unseren eigenen Kapazitäten. Also ich habe das Gefühl, wieso, da muss sehr viel auf einem großen, in einem großen Spektrum von Dingen muss sich verändern. Okay. Ich würde gern, wenn wir schon beim Geld sind, zurückgehen zu Nicolette Kretz. Du wolltest was sagen zum Thema Geld. Genau, und das passt jetzt eigentlich hier wieder rein, weil ich finde, weil es genau um diese, also man soll ja eben nicht immer dann beim Geld landen, aber das meine ich eben gerade. Das Problem ist ja oft auch die Kultur der VeranstalterInnen, dass wir uns eben, also ich bin selber Veranstalterin, dass wir oder die VeranstalterInnen sehr schnell diese Ausrede vom Geld bringen. Wir haben ja nicht mehr Geld, wir können das nicht machen, diese ganze Fair Practice-Sache. Aber ganz vieles davon kostet nicht mehr. Es kostet nicht mehr, wenn ich gucke, dass mein Team divers aufgestellt ist. Es kostet nicht mehr, wenn ich transparent bin gegenüber den Künstlerinnen, wenn ich fair mit ihnen umgehe in der Kommunikation, wenn ich ihnen rechtzeitig meine Entscheidung sage oder sowas. Das kostet alles nichts. Das wird nicht teurer. Natürlich wird es kosten faire Gagen, kosten mehr als unfaire Gagen. Das ist so. Aber dort ist es ja auch so, es sagt ja nie eine Veranstalterin zum Beispiel, Elektrizität geht leider nicht in unserem Haus, weil das kostet so viel. Weil Elektrizität braucht es, damit die Vorstellung stattfinden kann. Und faire Gagen braucht es halt auch, damit die, also wir müssen da auch die Kultur der Veranstalterin ändern. Dass das halt, das gehört halt zum Veranstalten. So viel kostet es halt dann. Und dann muss man eben weniger machen. Also das ist ja tatsächlich manchmal schwierig in der Politik oder das geht nicht, mittel- oder kurzfristig mehr Geld zu kriegen. Aber was mittel- oder kurzfristig geht, ist bei den nächsten Subventionsverhandlungen zu sagen, hey, wenn ihr mir nur so viel gebt, dann kann ich euch nur so viel bieten, weil ich all das einhalten will. Und das finde ich einfach sehr oft, ist das so eine leichte Ausrede zu sagen, ja nein, wir würden wahnsinnig gerne, aber wir sind halt so ein kleines Haus, wir können nicht mehr bezahlen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir die Kultur ändern, dass das niemand mehr akzeptiert, dass es die Künstlerinnen nicht mehr akzeptieren, aber auch die anderen Veranstalterinnen und so. Also dass man da immer eigentlich dagegen haltet und sagt, hey nein, wenn du zu wenig Geld hast, dann hast du ein falsches Budget, weil man kann alles budgetieren. Danke. Ich möchte euch bitten, keine Diskussion im Chat zu beginnen, weil dann verzetteln wir uns. Bitte habt etwas Geduld. Wir versuchen euch dran zu nehmen, dass ihr die Wortmeldungen machen könnt. Aber sonst können wir uns nicht mehr fokussieren. Da wäre Christoph Rath an der Reihe. Christoph? Ja, ich bin da. Ich halte mich knapp. Es ist nur eine Wortmeldung, und zwar einerseits zum Willen zur Diversität, der gern proklamiert wird oder auch gesucht wird. Das Nanitus meint in den Vorständen, da müssen jetzt einfach, das muss diverser werden. Und viele Leute zeigen ja auch diesen Willen zur Diversität zum Beispiel und sagen, wir hätten so gern eine Person XYZ, die dann was auch immer übernehmen muss, die arme Person. Die muss dann herhalten für eine Diversität, die möglicherweise dann noch gar nicht so richtig gegeben ist. Das nur so als, ich weiß, das sind jetzt so Gedanken, ist nur eine Wortmeldung dazu. Und wer dann da auch einen Willen zur Macht beweist, indem er sagt, aber schaut's doch her, wir haben doch hier jetzt alles Mögliche versucht, finden aber niemanden. Und ich finde die Idee des Labels, aber auch des Almanachs so wahnsinnig bestechenden, also beim Almanach vor allem, dass sich Betroffene jährlich auf den Tisch legen, was kommt denn jetzt? Jetzt gerade nach dem Jahr, das ja wirklich eine Zäsur dargestellt hat und weiter darstellen wird. Wir in Zürich jetzt im Freien Theater stehen ja jetzt auch vor großen Neuerungen, was die Finanzierungen betreffen wird, über mehrere Jahre. Und da auch Rechenschaft damit abzulegen und dann zu sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht und da kontinuierlich quasi arbeiten zu müssen. Das finde ich ja sehr bestechende und sicher sehr anstrengende Idee. Die Leute haben aber
zumindest, mich würde noch interessieren, wer hat diesen Almanach dann in der Hand? Haben den zum Beispiel dann Institutionen in der Hand und können nachschauen, ah, das haben sich die Leute gedacht, was ihrer Meinung nach passieren sollte, könnte, wie auch immer. Und dann kriegen sie unser Label, dann sind sie Fairtrade oder nicht. Genau, das sind jetzt, ich halte mich ganz kurz, das war meine Wortmeldung. Danke. Danke, Christoph. Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen zu Inklusion. Wir sind da bei FairSpec auch immer dabei am Diskutieren. Wieso sind wir denn immer doch trotzdem unter uns? Ich sehe jetzt da nicht alle Bilder, aber ich glaube, da sind nicht so viele POCs dabei. Ich weiß auch nicht, wie man das erreicht. Ich fühle mich da total überfordert und es macht mich auch unglücklich. Ja, Christoph, wolltest du noch was sagen dazu? Schön, dass du das ansprichst. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt im Chat Leute, die da Handreichungen geben können. Ich glaube, es hat in der Schweiz auch viel mit einer Sprachbarriere zu tun. Okay. Statement Stop. Ja. Nani? Man hört dich nicht. Ich wollte noch etwas sagen zu Annes Input. Ich finde es extrem wichtig, dass wir in unseren Abschlussberichten unseren Subventionsgebern gegenüber extrem transparent sind bezüglich, was wir erreicht haben und was nicht. Also wenn ich jetzt unseren Passus angucke, kulturelle Teilhabe, das liest sich so locker flockig. Und ich glaube nicht, dass wir nur einen Bruchteil davon erreichen werden. Und ich werde das ganz sicher in meinem Abschlussbericht so reinnehmen, weil wir haben eine gesicherte Subventionierung für 3 Jahre, also bei dem einen Projekt, wo ich arbeite. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das kommunizieren. Und zwar nicht, dass wir uns bemühen und das läuft super, sondern was haben wir nicht erreichen können. Und vielleicht auch die Fragestellung, weil ich glaube nicht, dass es am Geld liegt primär, sondern wirklich an den Ressourcen. Wir haben weder den Kopf, ich meine, wir müssen an so viele Sachen denken, noch die personellen Ressourcen, um das wirklich zu gewährleisten und zu erreichen. Und ich glaube, dort brauchen wir wirklich mehr Support. Und dann wollte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir in der Schweiz hier einiges haben. Also wir haben einerseits das Label Kultur inklusiv, das beratend tätig ist und auch dieses Handbuch hat. Dann gibt es dieses Handbuch, ein hindernisfreier Kulturbesuch. Also wir haben diese Sachen. Es liegt nicht daran. Es liegt daran, wie geht man da vor, das Schritt für Schritt umzusetzen, ohne sich zu überfordern. Ich glaube, das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema. Okay. Danke. Ich habe vorher noch eine Hand gesehen. Warst du das, Matthias Bremgartner? Hast du mal deine Hand da? Hallo? Ich habe mich nicht noch einmal gemeldet, danke. Okay, gut, danke. Ich würde gern, wir sind ja schon fast am Ende unserer Veranstaltung, ich würde eigentlich gern an Anne und an Nikolas beide nochmals die Frage stellen, ich nenne das jetzt mal Distribution, also wie habt ihr mit dem Almanach, was war das Verteilsystem und bei dir, Anne, wie habt ihr die Institutionen, die sich jetzt diesen Code übergestülpt haben oder hoffentlich eben nicht nur übergestülpt, sondern einverleibt. Wie habt ihr die erreicht? Wer will zuerst? Nikolas? I don't mind. Also das Erste finde ich zu sagen, ich glaube, wir haben also auch auf dem Weg gemerkt, dass die Distribution und die Inklusion irgendwie zusammengehören. Also beziehungsweise Distribution und Diversität oder eben integrieren oder zusammenarbeiten. Ich mag diesen Begriff von integrieren eigentlich überhaupt nicht. Ich finde ihn sehr, sehr
ziemlich aggressiv, ehrlich gesagt. Für mich geht es viel mehr um Teilen, also Sharing, als Inklusion. Also wie teile ich die Möglichkeit, einen solchen Almanach zu machen zum Beispiel? Mit wem arbeite ich zusammen? Und da beginnt für mich schon die Distribution. Und dass diese Diversität für uns hat schon sehr stark damit begonnen, eben zum Beispiel, also auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel von Anfang an nicht nur zu denken, ah, Selbstorganisation ist etwas, das die Künstler unter sich machen. Nein, wir haben Leute, die in den Institutionen gearbeitet, genauso einbezogen in diese Gedanken und mit reingenommen und wie Plattformen außerhalb von den Institutionen geschaffen, um diese Diskussion zu machen. Und wir haben auch versucht und in Gruppierungen eingeladen, unsere Fühler aktiv ausgesteckt nach Gruppierungen von Queer-Kultur, von anderen Kulturen, anderen Hautfarben und so weiter. Ne? Also versucht, das wirklich einzukriegen und Leute einzuladen, an unsere Veranstaltungen auch da zu reden, die nicht direkt aus unserem Kreis kommen und nicht direkt unsere Kultur sowieso schon unterstützen. Das finde ich ein extrem wichtiges Ding. Und da begann schon für uns sehr stark die Distribution. Mhm. Also klar, Leute, die einbezogen sind, sind dann neugierig und interessiert, diesen Almanach auch zu nehmen. Das gilt sowohl für die Leute in Institutionen wie eben in anderen kulturellen Bereichen. Das heißt, also wir haben ihn zusammen entwickelt mit anderen und dann auch die Möglichkeit gehabt, hey, jetzt haben wir den, können wir den bei dir nochmal vorstellen. Mhm. Und so kann ich, glaube ich, schon sagen, dass er in vielen Institutionen, ich habe ihn in vielen Büros gesehen, den Almanach. Er steht manchmal im Foyer von einem Theater. Er steht auch und er ist auch gemacht, um in der Garderobe von Theatern auszulegen bei den Künstlern und so weiter. Also und das beste Beispiel war immer, eigentlich sollte er auf allen Klos liegen. So von allen Kulturinstitutionen auf dem Klo sollte er liegen. Das ist am besten, dort hat man Zeit, noch ein kurzes reinzulegen und sich inspirieren zu lassen. Also so haben wir das verteilt. Und dann, was glaube ich auch am meisten für uns funktioniert hat, sind eben nicht zu versuchen, dafür hatten wir die Kapazität überhaupt nicht, wirklich das zu versuchen, in Buchläden oder sowas auszulegen. Das war für uns zu nicht direkt genug, es war für uns zu allgemein. Für uns hat es am meisten gebracht, eben mit einer Kiste von Almanachs an eine Veranstaltung zu gehen und dort einen Workshop damit zu machen. Das versuchen wir nach wie vor zu stimulieren und eben an verschiedene Gruppierungen anzugehen, ob das bei Global Roma ist, eine kulturelle Institution ist, eine Residency ist für Flüchtige oder Sans-Papiers ist. Ob das da ist oder ob das in einer Hochschule ist, eine Kunstakademie ist oder und so weiter. Und das da, ich finde diese, auch die Bildung und die Kommunikation mit Studierenden diesbezüglich extrem wichtig, weil einerseits geht da wirklich was ab, habe ich das Gefühl, das ist eine andere Kultur als von meiner Generation, eine andere Awareness, eine größere Awareness bei vielen jungen Künstlerinnen und diese Diskussion kann nur profitieren von diesen Inputs, die an Kunstuniversitäten passieren, auch finde ich. Also das ist die Erfahrung hier. Hm. Okay, danke. Also zum Thema Teilhabe, wenn ich dich richtig verstehe, heißt das wirklich auch aktiv auf Menschen und Gruppierungen zugehen? Ja, und zwar nicht erst, wenn man das Produkt hat. Herstellen von den Produkten. Ja, okay, danke. Anni, willst du noch etwas sagen dazu? Ja, ich glaube, also wir haben es immer auf unterschiedliche Seiten gemacht, also für die Künstler und den Beruflichen,
aber auch dann in Politik. Und Mareike hat das auch in den Chat geschrieben. Also wir hatten so einen politischen Partner, Künsten 92, einen Branchenverband, nennt man das dann, der Kulturschaffenden. Und ich bin da in den Vorstand und ich habe es einfach an den Minister gesagt, also das muss ein Kriterien in den Förderung Anträge werden. Und gleichzeitig ist da mehr die Frage, ob man das auch auf die Schule mehr Unterricht übergeben kann und so weiter. Also es ist immer, ich glaube, es muss von den Künstlern sein, aber man muss ja die andere Seite auch mitnehmen. Und das haben wir immer so versucht. Und ich glaube, das war für die Institutionen auch sehr wichtig. Also weil du gesagt oder gefragt hast, wie erreicht man diese Institutionen, dass das dann auch, also dann haben wir die Politik auch gebraucht, um das wirklich so zu machen. Das und ich glaube am letztes, das, was Nicolette gesagt hat, ich glaube das am sehr stark auch, dass es nicht immer ist, dass er zu wenig Geld gibt, aber dass es auch wirklich ist, was als Priorität, was macht man, was findet man wichtig und praktiziert man es auch so. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir am anfangen, über die Themen zu reden und wie wir das in unserer Praxis machen. Und dann, ja, dann gibt er auch noch den Not für mehr Geld. Aber das auch. Mareike hat noch eine Wortmeldung dazu. Ja, das ist Mareike. Mareike. Ja, sorry. Nee, wegen dem im Umlauf bringen. Ich wollte noch dazu sagen, weil Anna hat mich daran erinnert, es sind natürlich einfach oft Menschen, die sich nicht aufhalten lassen, um andere direkt anzusprechen. Also wenn Anna sagt, ich habe das der Ministerin gesagt, dann ist das eine glückliche Verkettung auch von diesen Doppelrollen oder Mehrfachrollen, die ja viele von uns haben, dass man in der Kultur arbeitet, aber dass man gleichzeitig politische Aufgaben übernimmt oder in der Ausbildung arbeitet. Und ich war damals schon in der Kunsthochschule in Amsterdam. Jetzt leite ich ja das Departement für Darstellende Kunst und Film an der ZHDK. Und der Vorsitzende von Künsten 92 war der Direktor von der Kunstakademie bei uns. Und Jan Sutt. Und das heißt, wir haben eigentlich auch sehr schnell angefangen, die Ausbildung mit einzubinden. Und es gibt tatsächlich an der Amsterdamer Akademie inzwischen wirklich ein sehr ausführliches und sehr wichtiges Studienangebot für junge Studierende, um sich sozusagen auch in ihrer eigenen Haltung zu bilden. Das ist das, was Nicolas auch betont hat. Man muss die Haltung der Kulturschaffenden verändern. Und da muss man ganz, ganz vorne anfangen. Und das ist die Akademie. Das hoffe ich, dass wir das auch in Zürich schaffen. Sehr gut, danke. Matthias? Nein, er begrüßt nur. Nein, okay. Also ich glaube, wir, es ist total interessant, aber wir machen jetzt hier einen Schlussstrich. Nadine, du wolltest noch etwas sagen, gell? Ich denke im Fall, Trixa, ich habe gesehen, du fasst das schon auch ziemlich zusammen mit dem, was du noch sagen willst. Zum Aha, sage ich noch was? Genau. Ja, also ich glaube, jetzt für die weitere Arbeit von Verspec ging es ja jetzt heute so ein bisschen darum, darüber nachzudenken, was die Möglichkeiten sind, wie die, also wir haben uns ja eigentlich gegründet, um Richtlinien zu verfassen. Daran sind wir jetzt. Es gibt jetzt noch weitere Veranstaltungen dazu bis im Sommer. Wir sind im Moment auch damit beschäftigt, dass wir eigentlich Verspec längerfristig etablieren, weil offensichtlich von den meisten, auch was Nicolas gesagt hat zum Beispiel, es ist irgendwie wichtig, dass man dranbleibt, weil das geht sonst dann wieder vergessen. Man kann nicht das Gefühl haben, dass man mal was macht und dann wieder aufhört und das dann von selber da bleibt, diese faire Praxis. Ja, aber wir haben jetzt heute so ein bisschen die Möglichkeiten mal kennengelernt vielleicht, die es gibt, wie man faire Praxis wirklich auch verbreiten und im Alltag verankern könnte. Genau, wir freuen uns auf die weitere Arbeit. Ich bin total glücklich, dass so viele Leute jeweils kommen. Und kommt das nächste Mal. Nadine, willst du noch was sagen zum nächsten Anlass? Hier noch eine Wortmeldung von Anna Bürgi. Ja, hallo. Du hast ganz vergessen. Hört ihr mich? Ja. Ja.
Du hast ganz vergessen zu sagen, Trixa, dass ihr auch schon Gespräche aufgenommen habt mit der Förderung und eben Überlegungen, wie eure Initiative hier einfließen kann. Also ich arbeite bei der Förderung übrigens für zum Beispiel Anne, bei der Stadt Zürich bin ich für die Tanzförderung zuständig. Und wir haben das Gespräch aufgenommen und für mich war das jetzt heute auch sehr aufschlussreich. Auch diese Diskussion, muss man mit Geld quasi das, die Karotte aufhängen oder was sind die Initiativen? Ich fand auch die Fragen von Matthias Bremgarten sehr wichtig. Und eben, wir haben das Gespräch schon aufgenommen und im Rahmen der neuen Tanz- und Theaterförderung oder des Systemwechsels wird es ja dann auch neue Subventionsvereinbarungen geben. Und wir schauen jetzt in der Diskussion, dass sicher diese Gedanken, diese Richtlinien da auch mit einfließen. Yes. Danke, also vielen Dank für eure Initiative und für die tollen Inputs. Sehr gern. Ja, ich denke, Trixa und ich haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was existiert bereits, wie haben andere Leute Wege gefunden, wie man faire Praxis nachhaltig umsetzen kann, dass es am Leben bleibt. Und ich denke einfach für die anderen, die jetzt heute zum ersten Mal sich diese Frage so konkret gestellt haben, möchte ich nochmals kurz erwähnen, welchen Dingen wir unter anderem begegnet sind. Einerseits war da die Idee des Labels oder einer Charta oder den Almanach oder dass es eben gesetzlich verankert wird und schon über die Förderung irgendwie noch ein Thema ist. Was aber heute auch noch ganz klar aufkam, ist, dass es nicht anders geht, dass eine verstärkte Kommunikation mit allen Players stattfinden muss, damit das auch wirklich funktioniert. Starke Netzwerke sind wichtig, Transparenz, aber auch die Finanzierung. Das ist auch nicht ohne. Ich fand das Beispiel so schön, Anne, dass du uns erzählt hast, dass ganz am Anfang ihr mal nach diesen Kürzungen in dem Haus, in dem Theater, wo du gearbeitet hast, wirklich gesagt hast, okay, ich spiele jetzt nur noch 100 Tage, ich mache jetzt dieses Statement als Veranstalter und ich zeige, dass es so nicht geht. Das heißt, ich merke trotzdem, einiges kann man machen ohne Finanzen, aber einiges geht auch nur mit mehr finanziellen Mitteln. Ich arbeite auch als Veranstalterin und ich merke da selbst, wie mir in Bezug auf Fair Practice oft finanziell auch die Hände gebunden sind, weil ich nicht mehr geben kann, weil ich nicht mehr Mittel habe. Also Nicolas hat auch gesagt, ein starkes Lobbying ist wichtig, auch um die Vernetzung in die Politik zu haben, aber auch die Kulturschaffenden unter sich, um eine klare Stimme zu haben. Das finde ich auch ganz wichtig mitzunehmen von heute. Und dass eben eine Mentalitätsänderung stattfinden muss. Jeder Einzelne muss sich neu positionieren und klar dafür einstehen, seien es Veranstalter, seien es Kulturschaffende ganz allgemein oder die Gesellschaft als Ganzes. Es muss definitiv sensibilisiert werden und das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, das man mal erreicht und ich glaube, das ist das Ziel von Fairspec. Schlussendlich, Fairness muss gelebt werden und ich denke, das ist das große Ziel. Zum Schluss möchte ich nur kurz erwähnen, was Fairspec als nächstes vorhat. Wir machen weiter mit unseren Veranstaltungen und die nächste Veranstaltung, die findet am Samstagvormittag statt, am 6. März. Also könnt euch das Datum schon mal einschreiben. Wir wären eigentlich im Tanzhaus zu Gast das nächste Mal. Jetzt sieht es schwer so aus, wie wenn der Anlass doch digital stattfinden wird. Und das ist ja immer eine offene Themengruppe, die dieses Format bearbeitet. Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Ich bin da auch in dieser Themengruppe mit dabei. Es ist ein Riesenthema am 6. März und der Titel heißt Macht, Strukturen und Branchenkultur. Das ist alles da drin und wir werden da gewisse Auszüge nehmen, gewisse Inputs geben, aber auch natürlich wieder von euch Reaktionen suchen und sehen, wie wir damit umgehen können. Genau. Ich denke, wir sind somit am Schluss. Trixa, du kannst gerne noch ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Von meiner Seite, ich finde es super, dass sich so viele Leute beteiligen und die Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl für uns alle. Danke.
Nicolas, wolltest du ein Schlusswort machen? Du hast noch eine Wortmeldung. Ja, vielleicht nur ganz kurz, es wurde eigentlich schon tendenziell in diese Richtung erwähnt. Ich glaube, die Initiative, die er trägt, ist super. Ich glaube, es braucht viele solche Initiativen. Und die Initiativen sollen sich gegenseitig unterstützen. Also was bei Reso abgeht, was bei Migro abgeht, was in der ZHDK abgeht. Diese Initiativen sind alle Nährboden. Und es geht extrem darum, damit wir das schaffen, ob in der Schweiz oder in Europa, braucht es diesen Nährboden, den wir kultivieren müssen. Und Courage. Viel Glück. Sehr schön, danke. Und Zusammenarbeit, international auch. Also unbedingt. Zwischen solchen Initiativen und State of the Arts und Kunsten zwielnächtig. Unbedingt. Also vielen Dank an Anne und an Nicolas, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an Mareike für die Vermittlung von Anne und danke an Noemi für die Vermittlung von Nicolas. Und ich sage nur, wir bleiben dran. Hey, tschüss zusammen.